Wir beraten innerhalb der Bundesregierung. Wir haben jetzt festgestellt, dass nicht alle Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind, verfassungsmäßig möglich sind oder dass es Zweifel an der Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahmen gibt. Und deshalb bewerten wir die gemeinsam und machen uns auf die Suche nach alternativer Haushaltsführung, alternativen Optionen. Es gibt keine Option, die Steuern für die arbeitende Bevölkerung und die Betriebe zu erhöhen, sondern im Gegenteil, wir sollten festhalten an den Zielen einer breiten Entlastung. Und zum anderen, keine Option ist es auch, Notlagenbeschlüsse bei der Schuldenbremse vorzunehmen. Das kam ja hier in der Veranstaltung auch zum Ausdruck, dass es eine große Priorität ist, dass wir nachhaltige Staatsfinanzen haben und unsere Schwerpunkte Infrastruktur, Bundeswehr, Bildung, Entlastung im Rahmen der verfassungsmäßigen Regeln dann auch setzen.